Stiftung Islam in Deutschland. Ja, hallo, guten Tag, guten Abend. Salamu alaikum. Ich möchte auch noch einmal einen herzlichen und gesegneten Ramadan wünschen. Und ich freue mich, dass ich hier sprechen darf, in Klammern, und nicht tanzen muss. Ich bin, wie ich schon angekündigt wurde, Projektleiter in einem Projekt der türkischen Gemeinde in Deutschland. Das heißt Präventionsnetzwerk gegen religiös begründeten Extremismus. Und da geht es ganz kurz darum, dass man mit islamischen Verbänden zusammenarbeitet, um zu Akteur zu werden in diesem speziellen und sehr komplexen Aufgabenbereich. Und ich will gar nicht so viel über Prävention heute reden. Das ist viel zu, sag ich mal, der Anlass ist viel zu wichtig beziehungsweise viel zu freudig. Aber ich möchte eine Beobachtung teilen, an die ich sofort denken musste, als ich diese Stiftung gesehen habe. Und zwar viele von den Netzwerkpartnern, aber auch meine eigenen Beobachtungen sagen, dass die Aufgaben und Erwartungen an islamische Organisationen sehr, sehr stark sind, weitreichend sind, teilweise sind sie diffus, teilweise auch bevormundend und häufig übersteigen sie ganz einfach das Machbare. Überspitzt, und das hat der Abdeladim heute schon in seinem Eingang gesagt, wird von dem örtlichen Imam alles erwartet. Integrationslotse muss er sein, Extremismusexperte, Seelsorger, Familientherapeut, Jugendsozialarbeiter, im interreligiösen Dialog engagiert, Regionalwissenschaftler, für jeden, für den ihm zugeschriebenen Migrationshintergrund, im Zweifelsfall aber auch für die gesamte islamische Welt. Und, was ich noch nicht wusste, Biologe und Apotheker muss er auch sein, aber sozusagen das Repertoire ist groß. Und vor diesem Hintergrund finde ich die stringente Arbeitsteilung der Stiftung hier, oder anders ausgedrückt, die funktionale Trennung der Stiftung Islam in Deutschland, die hat mich beeindruckt. Und es gibt, wie gesagt, sie spiegelt sich wieder in den vielen themenspezifischen Departements, einige haben wir schon genannt, das Departement für Familienberatung, für Dialog und Relationship, für Prävention und Deradikalisierung, für Kunst und Kultur, aber auch für Kinder- und Jugendarbeit. All diese Bereiche sind inhaltlich extrem anspruchsvoll und mitunter auch an wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse gebunden. Ganz konkret finde ich es in sehr positiver Weise bemerkenswert, dass die Expertise zur Erarbeitung von Positionen und Angeboten daher genommen werden soll, wo sie ist. Und zwar fernab von religiöser und kultureller Engstirnigkeit. Es geht also darum, so wie es in der Selbstbeschreibung der Stiftung heißt, gemeinsam mit Vertretern unterschiedlicher Weltanschauungen Gutes zu stiften. Ein Appell, der gerade in diesen Zeiten dringendst Gehör und Leben finden sollte. Letztlich, und keine Angst, ich komme dann auch gleich zum Schluss, bleibt die Stiftung aber eine Initiative von Musliminnen und Musliminnen, und das ist auch gut so. Der Fokus der religiösen Unterweisung liegt auf der deutschen Sprache, aber nicht nur auf der deutschen Sprache, sondern auch auf Deutschland als Land, in dem der Lebensmittelpunkt für viele oder wahrscheinlich auch die meisten der ansässigen Muslime und Muslimen sind, die sich hier in der Gemeinde engagieren. Sämtliche Angebote sollen demnach auch an diese lebensweltlichen Kontexte orientiert werden. Die nachhaltigen Potenziale einer menschlichen, kontextualisierenden und reflektierten Werte- und Normenvermittlung in deutscher Sprache liegen meines Erachtens auf der Hand. Sinnbildlich scheint für mich hier auch der geplante Name der Moschee die Deutsche Moschee. Als Ort der Spiritualität für Muslime und Begegnungsstätte mit Nichtmuslimen kann das religiöse Gemeindezentrum neben den anderen Departements der Stiftung die fast vergessene und auch gerade von meinem Vorredner schon zitierte Floskel oder Erkenntnis von unserem ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wolff, der Islam gehöre zu Deutschland, nicht nur wiederbeleben, sondern vielleicht sogar auch weiterentwickeln und mit Leben zu füllen. Und zwar, der Islam lebt und wird gelebt in Deutschland. In diesem Sinne bedanke ich mich auch nochmal, dass ich sprechen darf. Ich wünsche weiterhin eine erfolgreiche Arbeit und einen erfolgreichen Ramadan.